So, was haben wir hier? Hier ist nichts. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir einmal schnell durch den Schatten durch. So. Wasserpfeile. Damit können wir Feuer ausschießen. Okay. Welche Pfeile sind denn die Wasserpfeile? 6. Gut, dann machen wir das mal. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Kann ich das hier auch ausschießen? Geht das? Bin mir nicht sicher. Ich weiß halt nicht, ob er mich sieht, wenn ich jetzt hier lang gehe, ne? Ich probier's jetzt einfach mal. Ich mache jetzt hier mal den YOLO. Ja, hallo? Danke. Was ist denn das hier? Ein netter Kelch. Und wir müssen... Ja, habe ich doch gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier... Ach, soll ich hier hochklettern? Nee. Nee, oder? Ich weiß nicht. Weil mir wird ja das Ziel hier noch angezeigt, obwohl ich das ja einfach schon auch... Egal. Ich gehe hoch, vielleicht müssen wir auch dahinter oder so. Das verdammte Feuer geht ja anscheinend wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Was? Alles klar. Komm schon, was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. K.O. schlagen und tschüss. Weil das hätte er weggekriegt. Das ist nicht ordentlich. Das war jetzt nicht gut von dir. Du Olle. Olle Zippe, ne? Warte mal. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Ja, sie hatte irgendwie andere Herangehensweisen als wir, aber okay. Warte mal. Ich möchte... Erstmal noch gucken gehen, ob hier hinten vielleicht irgendwas ist. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eventuell einen versteckten Schatz hier gibt. Aber leider ist das nicht der Fall gewesen. Schade. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Na, verdammt. Das war blöd, weil es macht halt Krach. Nee. Das macht halt Krach, wenn man ihn nicht genau trifft. So. Ein bisschen blöde. Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. So, triff Erin auf dem Dach, bleib außer Sicht. Drücke E, um Flaschen von Kisten zu nehmen und drücke 0, um sie zu werfen. 0? Hm? Ich könnte... Ich könnte jetzt entweder dran schnell vorbei. Bevor du dich mit mir anlegst, bleibst du besser versteckt. Nö. Bevor du dich mit mir anlegst, hau ich dich erstmal K.O. Wie wär's denn damit? So. Macht mal. Ich hätte auch mich dran vorbeischleichen können, eventuell. Das probiere ich beim nächsten. Geh mal her. Was ist das hier? Voll. Komm mal her. Ich möchte dich gerne mitnehmen. Wer weiß, ob vielleicht da noch irgendjemand ist. Ich habe keine Ahnung. Deswegen, hier, bitteschön. Da. Stehen Sie bequem. So. Oh. Oh, Schachfigur.
Okay. Ich hätte natürlich auch einen Wasserpfeil nehmen können, merke ich gerade. In dem Fall ist es jetzt aber, glaube ich, auch egal. Oh, ruckel. Ich glaube, hier kam gerade ein Checkpoint, deswegen hat es geruckelt. Dort oben hoch. Kommen wir hier hoch? Ah, okay. Beste. Oh, heilige Alarmglocke. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um mein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen. Ich soll da oben hoch. Aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadt ich will das Zeug da unten haben. Wir müssen die beiden irgendwie ausschalten. Er glaubt dieses ich weiß nur Gerücht, nicht wie. Dass wir beziehungsweise ich könnte sie ja auch ablenken. Dann solltest deswegen du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Sir. Hey, was kann das gewesen sein? So. Und dann hätte ich gesagt, gehen die mal ruhig da hinten hin. Was kann das gewesen sein? Komm. Ich will dich K.O. schlagen. Scheiße. Ist da jemand? Verdammt. Oh, das war jetzt nicht gut. Ich wurde voll erwischt. Scheiße. Ah! Das probiere ich nochmal. Warte mal, das ist cool. Warte mal. Das probiere ich nochmal. Wo sind wir? Ach, direkt hier. Ja, Beste. So. Also. Wir warten, bis der wieder da ist. Wenn der wieder hier vorne ist, dann schieße ich das Ding hier vorne aus. Und werf die Flasche dort hinten hin. Hey, was war das? Oh, verdammt. Ich hab ihn beworfen. So ein Scheiß. Hier ist jemand. Fuck. War schon ganz heiß auf einen Kampf. Kann ich dich abschießen? Schlag Alarm. Oh, verdammt. Nee, machen wir nochmal neu. Warte mal. Das funktioniert ja erst rein hier. Warte mal. Ich bin ja wirklich super in solchen Spielen, merke ich gerade. Huch. Hey! Wir haben einen Eindringling! Ganz ruhig, wir sind Wachmänner. Ich finde dich, Bürschchen. Okay. Halt die Augen offen. Ein Schatten, der sich bewegt, könnte Ärger bedeuten. Oh nein. Oh nein. Niemand. Der Eindringling ist weg. Okay. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass es vorbei ist. Oh, er kommt, glaube ich. Oh, 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 oh. Komm. 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 Wir legen dich hier hinten hin. Okay, so. Ich frage mich, ob da hinten noch was drin ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher.
Den da vorne musste ich auf jeden Fall K.O. schlagen. Den hier hinten werde ich lassen. Ich gehe wieder zurück. So, ich muss jetzt diese Truhe knacken. Oh, ich muss sie doch nicht knacken. Ich hab gedacht, ich muss sie knacken. Okay, gut. Beste. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt mal ganz flott hier ab. Dankeschön. So, nee, nicht spähen. Ich hätte ganz gerne die Leiter hier hochgehen. Das ist keine Leiter. Das sah so aus wie einer. Komme ich hier hoch? Ah, okay, gut. Und jetzt? Komm ich. Ah, hier, oder? Oder? Bin ich irgendwie blöde? Wie komme ich denn hier hoch? Da oben ist ein Seil, warte mal. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Da ist die Leiter. Ich sehe die Leiter. Gut, dann warten wir, bis er wieder weg ist. So, dann gehen wir jetzt schnell die Leiter hoch. So, da ist die Leiter. Alles klar. Naja, gut. Dann haben wir wenigstens uns unten noch die Schätze geholt. Na, hoch mit dir. So. Und dann machen wir das Seil noch hoch. Prima. Ach, du hast die ganze Zeit hier gewartet, hast ihn jetzt erst umgenietet. Beste. Beste, hast du absolut Angst, Beste. Dass ich dir so vorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach Gott. Unsere Arbeit. Okay, Stiel Erins Kralle. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Alles klar, alles klar. So, das Ding werden wir überspringen. Wie gesagt, für die Geschichte sind wir heute nicht hier. Wir wollen ein bisschen in das Gameplay eintauchen. Und uns wundervolle Ladebildschirme ansehen. Na, gucken wir nochmal an das nächste Level hier rein. Und dann denke ich, haben wir einen ganz guten Eindruck gekriegt, wie Thief so ist, finde ich. So, wir sind jedenfalls jetzt hier. Lass den nicht entkommen! Boah, nicht gut. Ich bin hinter dir! Was ist denn hier los? Begib dich zum Glockenturm. Wir sind jetzt hier in derselben Stadt, allerdings einige Jahre, ich glaube ein Jahr später. Mit F gibt es die Fokussicht. Ja, das mögen auch so viele Steve-Freunde anscheinend nicht. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. So, geh mal her. Was ist los mit mir? Also hier sollen wir anscheinend hoch. Ich will da noch gar nicht hoch, verdammt. Ich wollte eigentlich erstmal ganz entspannt hier den Schrank nach oben machen. Da oben ist anscheinend auch noch irgendwas drauf. Zumindest hat es geblinkt. Hä? Okay. Warte mal. Kommen wir hier rein? Nee. Weil die meinten ja, es gäbe ja auch so eine Art Open World jetzt hier oder so. Meine ich doch. Habe ich doch gesehen, dass da was lag. Habe mich doch nicht vertan. Oh, guten Tag. Dich lasse ich einfach mal. Jetzt benutzen wir auch diese Kralle, okay. Interessant. Gesundheit. Drücke H, um Nahrung zu konsumieren und einen Teil deiner Gesundheit zu regenerieren. Okay. So, hier sollen wir weiter hoch. Hier unten gab es eh nichts. Scheint, als könnten wir diese Kralle aber auch nur an festen Orten, an fest bestimmten Orten, ich sage mal, nutzen, ja. Okay. Gucken wir mal, gehen wir mal hier rüber.
Was ist denn da? Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Oh. Ja, wie gut, dass das mich nicht stört. Weil ich gehe über die Wege hier auf dem Dach. Und werde ich mich erstmal hier umgucken. Weil unter Umständen gibt es ja hier noch was zu mitnehmen. Hey, 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 wo soll's denn hingehen? Sperrstunde! Ja, lass den armen Mann mal ruhig. Kommen wir hier runter, oder was? Kommen wir wirklich hier runter? Scheint wohl so, als müssten wir hier runter. Da hat Stonemarket abgeriegelt. Aber seit wann halten Schlösser mich auf? Was ist mit den Einkommensschlüsseln?